Guten Abend, willkommen beim Report. Blaue Verbindungen, Parteienfinanzierung in Kärnten. Gelbe Gefahr, die Folgen von Fukushima und rot-weiß-roter Bau, das desolate Parlament als Symbol. Es gilt die Unschuldsvermutung wieder einmal, denn es häufen sich die Fälle, wo politische Ämter und finanzielle Vorteile bedenklich verquickt scheinen. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft hat beim zurückgetretenen ÖVP-Europaabgeordneten Ernst Strasser Hausdurchsuchungen vorgenommen und Unterlagen beschlagnahmt. Vor einer Woche war hier zu sehen, wie sich Strasser britischen Reportern als geheimer Lobbyist präsentiert hat, der für Geld Anträge einbringen oder Gesetze blockieren wollte. Um mehr als bloß versprochenes Geld geht es in unserem heutigen Fall. Freiheitliche in Kärnten sollen über ihre Werbeagentur Connect Geld für die Partei kassiert haben, von Firmen mit öffentlichen Aufträgen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Ernst Kernmeier und Ernst-Johann Schwarz auf der Suche nach dieser geheimnisvollen Geldquelle. Strenge Rechnung, gute Freunde. Die schmucke Zentrale der Baufirma Fürstauer am Fuße des Großglockners. Hart sei es, hier an Aufträge zu kommen, sagt der Firmengründer zum Report. Geschenkt bekomme man nichts. Auch nicht für einen kleinen finanziellen Beitrag an die Mächtigen im Lande, kurz vor der letzten Landtagswahl. In der Rechnung selber steht dann mit Rechnungsdatum 28. Jänner 2009 Kostenersatz. Wir erlauben uns Ihnen vereinbarungsgemäß für Layoutberatung diverser Drucksorten und Werbeauftritte eine Pauschalsumme in Höhe von 5.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer in Rechnung zu stellen. Wir bedanken uns für den Auftrag, untersuchen und baldige Überweisung auf das Konto bei der Hypoalpe Adria lautend auf die Freiheitlichen in Kärnten-BZÖ. 5.000 Euro direkt in die Parteikasse. Keine Spende, sondern Einkauf einer Beratungsleistung. Offenbar erbracht von einem wahren Zampano, dem ehemaligen Landesgeschäftsführer der Kärntner Freiheitlichen. Und er ist dieser Zampano hinter dem lukrativen Parteigeschäft. Manfred Stromberger, langjähriger Vertrauter von Jörg Haider. Ende 2006 wird die Connect Werbe- und Beratungsagentur von den Freiheitlichen in Kärnten gegründet. Geschäftssitz ist die Parteizentrale in der Karfreitstraße in Klagenfurt. Schönen guten Tag. Sagen Sie, wo ist denn die Firma Connect? Der Landesgeschäftsführer ist leider noch nicht hier. Kann Ihnen dazu keine Auskunft geben. Kommt er heute, der Landesgeschäftsführer? Kommt sicher. Wann kommt er denn? Bitte vorher anrufen, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Okay. Ja. Sagen Sie, und was dazu leider nichts ist jetzt die Firma sagen? Connect da noch, bitte. Oder? Ja. Vorher einen Termin ausmachen. Sonst die meine Landespartei abholen. Danke. Ja, bei dem sind wir eh heute. Okay. Gut. Wiederschauen. Die Connect als Werbeagentur hat selbstständig gearbeitet und gehandelt. Dort hat die Verantwortung der Geschäftsführer. In der nächsten Instanz, in der Partei selbst, ist es so, dass wiederum der Geschäftsführer die Verantwortung hat. Dann gibt es einen Finanzreferenten der Partei, dann gibt es Rechnungsprüfer und einen Steuerberater. Das ist nicht die Aufgabe des Parteiobmannes, hier eine detaillierte Rechnungsprüfung zu machen. Und was sagt der Landeshauptmann? Eine Interviewanfrage des Report hat Gerhard Dörfler abgelehnt. Wir wollen ihn trotzdem fragen und treffen ihn gestern beim Spatenstich zum Choralmtunnel. Ganz kurz. Herr Landeshauptmann, Sie haben ja Zahlen im Kopf. Wie viel Geld hat denn die Partei gekriegt durch die Connect? Das müssen Sie die Zuständigen dort fragen. Und ich finde es überhaupt unanständig, dass Sie mich hier mit einem Interview überfallen. Schönen Tag noch. Also. Wollen Sie nicht mehr sagen? Noch einmal, Sie fragen mich Dinge, die heute nicht auf der Agenda stehen, und fragen Sie das, die Zuständigen. Zuständig will aber niemand sein. Und Agenturgeschäftsführer Stromberger ist abgetaucht. Es bleiben die Rechnungen an Kärntner Firmen. Kleine und große Bauunternehmen, Gesundheitsressorts und ein prominenter Rechtsanwalt sind die Kunden der parteieigenen Agentur. Dass sie auch Parteispenden gezahlt haben, will der Landeshauptmann gar nicht abstreiten. Wenn der Geschäftsführer dort entsprechende Spenden entgegengenommen hat, dann ist das wohl ein Vorgang, der üblich ist in Österreich. Aber Herr Landeshauptmann, Sie waren schon Finanzreferent der Partei, oder? Noch einmal, versuchen Sie mir nichts anzuhängen. Ich hänge Ihnen nichts an. Ich frage Sie, ob Sie Finanzreferent waren. Noch einmal, versuchen Sie nichts mir anzuhängen, sondern es gibt einen Geschäftsführer. Mir war dieses Unternehmen nicht bekannt. Klagenfurt gestern früh. Das Büro des Anwalts Gerd Sieber, seit Jahren gut vernetzt in den Kreisen der Kärntner Freiheitlichen. 200.000 Euro Provision plus Mehrwertsteuer hat er an die FPK-Agentur Connect gezahlt. Für die Vermittlung von lukrativen Aufträgen im Umfeld der Landesführung, wie es in einer eigens aufgesetzten Vereinbarung heißt. Na, ich sehe das alles korrekt an, ja.
wirklich, weil es immer wieder heißt, eine sozusagen Art Bestechung. Ich habe niemanden bestochen. Keine Bestechung? Zumindest aber lukrative Aufträge. So etwa rund um den Verkauf des Wörthersee-Juwels Schloss Reifnitz. Da durfte Sieber die Mandantschaft übernehmen, was die Connect prompt in Rechnung stellte. Seit Montag spricht ein Rechtsfreund für Sieber. Seine Provisionszahlungen werden geprüft, nicht nur von der Anwaltskammer, sondern auch vom Korruptionsstaatsanwalt. Das ist mir nicht bekannt, das ist auch Herrn Dr. Sieber nicht bekannt. Ich habe ihn ausdrücklich gefragt. In den Medien geisterte natürlich sowohl ein Disziplinarverfahren als auch eine Anzeige an die Korruptionsstaatsanwaltschaft herum. Aktiv hat Herr Dr. Sieber noch keine Kenntnis von so etwas. Ist es nicht unangenehm für einen Anwalt, wenn die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt? Schauen Sie, in Zeiten wie diesen, wo jeder jeden anzeigt, ist es natürlich unangenehm. Aber Sie kennen ja das berühmte Wort der Unschuldsvermutung und das muss man wohl hier in noch größerem Maß anwenden. Der Journalist Kurt Kuch hat die Connect-Affäre aufgedeckt. Ein Informant hat ihm einen Datensatz aus der Connect-Buchhaltung zugespielt. In seinem Buch über österreichische Korruptionsaffären beschreibt er das Kärntner System von Geben und Nehmen. Was sehr interessant ist, ist, dass diese Rechnungslegungen sehr schubweise anfallen. Im Vorfeld von Wahlkämpfen gibt es sehr viele Rechnungen, dann gibt es wieder monatelang keine einzige. Was können wir daraus schließen? Hier geht es schlicht und einfach um Parteienfinanzierung. Das Kurhotel in Bad St. Leonhard, eines von mehreren Gesundheitszentren, die der Betreiber in Kärnten führt. Er hat eine Connect-Rechnung über 10.000 Euro erhalten. Wir fragen nach. Grüß Gott, mein Name ist Schwarz vom ORF Report. Ich recherchiere in der Sache Connect und suche den Herrn Wagner. Ist er da? Nein, der ist nicht da. Stefan Wagner lässt mitteilen, dass sein Unternehmen nichts bezahlt habe. In den letzten Jahren hat der Salzburger in Kärnten groß investiert. Die Jagdfreundschaft zum FPK-Obmann war da wohl kein Nachteil. Schauen Sie, ich glaube, man, so wie ich im Land verantwortlich ist, über viele Jahre hinweg, gibt es natürlich auch Freundschaften, die über die Politik hinausgehen. Und ich sage immer, und das sage ich ganz klar, es kann und darf nicht sein, dass aus Freundschaft Geschäft entsteht. Es kann und darf aber auch nicht sein, dass wegen einer Freundschaft Geschäft nicht entsteht. Der Kärntner Wirtschaftskammerpräsident Franz Pacher fürchtet um das Image des Landes. Er will jetzt eine Ombudsstelle einrichten, an die sich Unternehmer anonym wenden können, die zur Zahlung an die FPK-Agentur Connect aufgefordert wurden. Wenn man früher einmal in den Ostblockländern unterwegs war, hat man derartige Zahlungen als Korruption, als Schmiergezahlungen bezeichnet. Und ich glaube, wir sollten, nachdem wir eine hochentwickelte Wirtschaftsregion sind, alles unternehmen, dass wir von solchen Gerüchten, von solchen Situationen in Zukunft nicht mehr betroffen sind. Kärnten im Frühjahr 2011. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt, die Anwaltskammer prüft. Und noch immer sind nicht alle Connect-Rechnungen auf dem Tisch.